Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der Just Kick It Ausgabe 11 2018. Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu diesem neuen Collectors Video. Heute mit der brandneuen Just Kick It seit Freitag, den 5.10. im Handel erhältlich. Und für die Adrenalin XL Sammler besonders interessant, da wieder zwei Booster der FIFA 365 2019er Kollektion dabei sind und dazu die limitierte Karte von Marco Reus. Das Ganze seht ihr ja schon ein bisschen durch die transparente Verpackung und deswegen holen wir es jetzt auch mal aus der Folie raus. So, und dann würde ich sagen, werfen wir zunächst mal kurz einen Blick auf die neue Just Kick It. Hier habt ihr das Inhaltsverzeichnis, um mal zu sehen, was euch alles in der Just Kick It erwartet. Und die erste Doppelseite direkt zur FIFA 365 Adrenalin XL Kollektion, auf der nochmal erklärt wird, wie man mit den Karten spielt. Dann blättern wir mal ganz schnell durch. Dann geht es um die teuersten Transfers aller Zeiten. Bisschen was zu Thomas Müller von den Bayern. Dann gibt es wieder was zum Rätseln. Die neuen Trikots. Dann geht es um die Nations League. Wieder was zu gewinnen. Poster sind natürlich auch dabei. Wieder ein Teil des Manuel Neuer Starschnitts. Mats Hummels von den Bayern, Wolfsburg, Leipzig und Dortmund als Mannschaftsposter. Dazu eins von Cristiano Ronaldo von Juventus. So, das ist die Rückseite von den Postern. Bale ist auch dabei. Dann könnt ihr ein bisschen rätseln, wie gut ihr die deutsche Nationalmannschaft kennt. Steht ja jetzt auch wieder Länderspiele an. Und hier nochmal eine Übersichtsseite, die für uns Adrenalin XL Sammler besonders interessant ist. Denn hier könnt ihr sehen, wo es die in Deutschland erhältlichen Limited Edition Cards gibt, in welchem Produkt. Aber als regelmäßige Besucher der Collectors Webseite dürfte euch das ja ohnehin alles bekannt sein. Inzwischen sind ja auch alle hier abgebildeten Produkte erschienen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier das offizielle DFB Magazin für Kids. Das kommt in der nächsten Woche und hat die Limited Edition Card von Manuel Neuer an Bord. So, das also die Übersicht über die Limited Edition Cards. Dann hier ein bisschen Tricksen wie CR7. Könnt ihr ein bisschen üben. Dann die Just Kick It 11 der stylischen Fußballfrisuren. Und da sind auf jeden Fall ein paar sehenswerte Exemplare dabei. Dann eure Lieblingsspieler und Lieblingsteams, die ihr wieder gewählt habt. Leserbriefe, Comic. Dann nochmal ein paar Infos zur FIFA 365 Adrenalin XL Kollektion und hier seht ihr schon, ab dem 11. Oktober ist es soweit, dann gibt es auch die FIFA 365 2019 Sticker. So, wichtige Info natürlich immer am Schluss, was ist in der nächsten Just Kick It drin. Und ihr seht es, es gibt eine Stickertüte der neuen FIFA 365 2019 Sticker. Aber leider keine Limited Editions und Adrenalin XL Cards mehr. Denn das war es dann schon wieder mit den Limited Edition Cards in den Zeitschriften. Die von Manuel Neuer, wie vorhin erwähnt, ist dann die letzte für dieses Jahr. Ja, so viel zur Just Kick It. Hier hinten drauf natürlich auch noch ein bisschen Adrenalin XL Werbung. So, und dann schauen wir uns die Limited Edition Card von Marco Reus mal näher an. Auch mit Topwerten 87, Spielmacher 95, Angriff insgesamt 245, also damit eine sehr starke Karte in der Kollektion. Und jetzt wollen wir natürlich noch in die zwei beigefügten Booster reinschauen. Und gucken mal, ob wir noch vielleicht eine schöne Special Card treffen. So, mal schnell wieder passend gedreht. Wir beginnen mit Albert Gudmundsson als Rising Star für Eindhoven. Nochmal Eindhoven mit Jorrit Hendricks. Dann Riyad Mahrez als Impact Signing Karte von Manchester City.
Nochmal Eindhoven, Santiago Arias, Milan Skriniar von Inter Mailand und Bernardo Silva Manchester City. Das geht sicherlich noch besser, von daher hoffen wir mal aufs zweite Päckchen. Das beginnt mit Mahmut Dahoud von Dortmund, Corentin Tolisso von den Bayern, Casemiro Real Madrid. Dann die Milestone-Karte für den dritten FIFA Club World Cup von Real Madrid, gewonnen im Dezember 2017. Und Raphael Varane als FIFA World Cup Hero von Frankreich. Und abschließend noch den Weltfußballer 2018 mit Luka Modric als Basekarte. Ja, das war sie, die neue Just Kick It 11 2018. Drei Special Cards plus eine Limited Edition Cards haben wir rausgezogen. Die Zeitschrift bekommt ihr bei eurem Händler zum Preis von 3,90 Euro. Mit zwei Boostern und der Limited Edition Card hat man das Geld ja fast schon wieder raus. Und auf der anderen Seite ist es ja auch das einzige Produkt, in dem die Limited Edition Card von Marco Reus in Deutschland enthalten ist. Ja, soviel zur Just Kick It 11 2018. Jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Vergesst Like und Abo nicht und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.